wie lange angekündigt, mache ich jetzt doch mal ein Boxentraining, obwohl ich ja weiß, dass das ganze Internet voll davon ist, aber ich mache euch jetzt eins. Und zwar habe ich jetzt hier so eine ganz einfache Box, die ist ohne Stangen. Die ist eigentlich in 2 Minuten aufgebaut, kann man zu so einer flachen Tasche zusammenbauen. Und die hat keine Stangen und so, sondern man macht einfach nur hier den Reißverschluss auf und zu und fertig ist die Laube. Und die hat 2 Türen, nämlich die kleine hier vorne und die große an der Seite. Und wenn ein Hund jetzt noch gar nicht Box kann, dann macht es zum Beispiel total Sinn, dass ihr die dann vielleicht zum Aufbauen gar nicht so hinstellt, sondern vielleicht so. Ja? Dann kann der Hund zwar auch von vorne rein, aber ich habe halt hier oben offen. Das heißt, sie können, fühlen sich nicht gleich so beengt, es ist nicht gleich so dunkel. Und ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr jetzt von oben rein belohnen könnt. Also für den Trainingsaufbau würde ich das ganz gut finden. Ich muss jetzt mal gucken, ob die Trudi dann noch durch die Tür passt, wenn ich das so rum mache, aber wir werden sehen. Ja? Trudi Break? Sehr gut. Probieren wir mal, ob die Trudi noch da reinpasst. Kannst du da rein? Ja, perfekt. So, und jetzt würde ich eine Futterschüssel hier reinstellen und den Hund da drin belohnen. Sehr gut. So. Break. Also Auflösewort Break. Und jetzt gucke ich, was sie macht. Ah ja, sie geht wieder da rein. Wenn der Hund jetzt hier seinen Kopf rausstreckt, könnt ihr den auch ein bisschen so belohnen, weil er, wenn er sich hinsetzt, super. Futterschüssel ganz hinten in der Ecke am Anfang. Super, toll gemacht. Und Break. Bravo. Und jetzt mache ich es anders. Jetzt schiebe ich die Box gleich noch mal an die Wand. Kann man hier raus? Jetzt. Warte. Ja, warte. So, jetzt schiebe ich die Box hier an die Wand. Lege hier schon mal Kekse rein. Das hat sie auch gesehen. Halt sie so ganz kurz fest und sag jetzt okay. Und lass sie reinlaufen. Ja? Und das wollt ihr ja später, dass der Hund von alleine in die Box reingeht. Break. Gut. Sehr gut, prima. Geht nochmal rein. Ja, sehr fein. Gut gemacht. Toll. Sensationell. Das war richtig fein. Super. Und komm wieder raus. So, komm hier hoch. Ah ja, das ist auch schön. So, geh mal hoch, geh hoch. Ja, warte. So, jetzt kommt Trainingsschritt 2 oder beziehungsweise das war 1 und 2. Ich will, dass der Hund erstmal die Erfahrung macht, okay, wenn ich da drin bin, kommen die Belohnungen immer hier drin. Entweder, warte, entweder weil ich sie hier oben fütter oder weil ich das da reingelegt habe oder beides. Ja? Also der Hund wird immer in der Box hoch belohnt, draußen ab und zu. Und jetzt lasse ich sie nochmal rein, mache aber zum Beispiel vielleicht hier schon ein bisschen zu. Vielleicht nicht ganz, aber ein bisschen. Ja? Es ist oben auch geschlossen. Break. Bravo. Jawohl. Gut gemacht. Super. Na, Belohnungspunkt nochmal hinten in der Ecke. Und dann sieht man schon, dass sie anfängt, sich zu drehen. Prima. Und da würde ich jetzt anfangen, hier vorne zu belohnen. Ja? Wenn der Hund sich umdreht. Super. Break. Jetzt muss ich das für Sie ein bisschen umdrehen, die Box. Ich gehe nochmal hier hoch. Ja. So, das wäre jetzt die normale Größe, wie die Box steht. Wenn jetzt, wenn jemand, Trudi, geh mal auf deinen Parkplatz, geh mal Station. Also, wenn ihr jetzt eine, ihr seht schon, wenn der Hund Box trainiert hat, dann will der immer wieder da rein, weil der sagt, da drinnen gibt es immer Belohnungen. Ja, ist kaum zu verhindern. Ja? Und wenn ihr so eine Plastiktransportbox habt, dann könnt ihr am Anfang einfach oben offen lassen und es genauso machen wie ich gerade mit der Futterschüssel in der Ecke und dann den Hund füttern, wenn er sich drinnen hinsetzt. Ja? Gut, super, sehr gut, komm mal raus. So, jetzt halte ich sie wieder ein bisschen zurück. Werf einen Keks hinten rein und jetzt sage ich, los geht's, also sie darf loslaufen. Okay. Dann kommt die Drehung. Klick.
Das ist mein Klickmoment. Jetzt fange ich an, sie hier so ein bisschen fest zu füttern, damit sie nicht gleich wieder rauskommt. Ich erzeuge Dauer. Ja, sehr gut. Sehr fein. Prima. Toll. Wenn die die Füße hier draußen hat, habe ich natürlich später ein Problem, weil ich will ja dann hier zumachen. Also muss ich schauen, dass ich sie ein bisschen weiter nach hinten füttere, dass die Füße da reingehen. Ja? Den da auch rein? Ja, sehr gut. Den da auch rein? Prima. Gut gemacht. Super. Und hier würdet ihr ein bisschen ja, in Gedanken zählen oder laut. Also ihr macht erst sowas wie lautes Zählen, sowas wie 21, 22, 23 und dann kommt euer Marker und eure Belohnung. Und dann könntet ihr die gleiche Dauer nochmal in Gedanken zählen. Und dann kommt der Marker und die Belohnung. Prima, jetzt habe ich noch eins. Jawohl, bravo. So, right. Und dann geht es von vorne los, ja. Zu der Box hinschicken, dann müsst ihr diese Distanz extra trainieren, ja. Und das mache ich immer so, indem ich einfach da drin schon mal eine Schüssel stehen habe, ja, am Anfang oder das Futter da reinwerfe. Und den Hund signalisiere, guck mal, es ist schon was drin und jetzt lauf los. Und da könnt ihr auch euer Signal später reinbauen. Okay. Und genau, der Hund wiederholt das, was verstärkt wurde, nämlich in die Box gehen. Wenn ich möchte, dass sie sich auch dreht und hinlegt, dann kann ich jetzt wieder die zweite Tür verwenden. Und könnte sie hier, während ich neben ihr bin, nochmal hier rein belohnen, also dass das Futter nicht immer von vorne kommt und die Füße auch reingehen. Geh mal rein da. Jawohl. Super. So. Und dann würde ich anfangen, diese Tür mit der Zeit, wenn man schon sieht, der Hund hat kein Problem damit da reinzugehen, kann ich das ein bisschen runterhängen lassen. Break. Und lass sie einfach durch die runterhängende Tür schon mal durchlaufen. Und siehe da, wenn der Hund davor keine Angst hat, kann ich das so machen, ja? Wenn er davor Angst hätte, müsst ihr das ein bisschen vortrainieren. Vielleicht ähnlich der Übung zum Abtrocknen mit dem Handtuch, wer die von mir schon kennt, ne? Mit dem Handtuch runterhängen lassen. Right? Ja, super. Ja, super toll. Ja, da sieht man immer schon die Drehung und das wäre das, was ihr sozusagen belohnen sollt, ja? Und dann würde ich versuchen, im nächsten Trainingsschritt den Reißverschluss auch mal auf und zu zu machen. Ja? Also ich lasse den Hund mal raus, sage such, such, geh such, such. Dann geht sie wieder rein, dreht sich um, klick und Futter. Weil sie noch drin steht, Dauer, klick und Futter. Jetzt warte ich, bis sie mir was anbietet, sowas wie Sitz oder Platz. Da legt sie sich hin. Supi, toll. Und jetzt mache ich ein bisschen Reißverschluss auf und zu, ja? Also einmal so zu. Sehr gut. Und jetzt habe ich ja an der Seite noch offen. Das heißt, hier kann ich sie jetzt noch belohnen, obwohl ich vorne zugemacht habe, ja? Dann könnte ich hier an der Seite schließen. Und würde aber dafür hier vorne öffnen. Ich würde auch wieder rein belohnen. Ja, super, toll gemacht. So, jetzt ist wieder beides offen. Break. Ja, super. Ja, super, toll. So, ich warte, bis sie sich hinlegt. Bravo. Ja, jetzt fange ich wieder an, hier einen Reißverschluss ein bisschen zuzumachen, aber von hier drinnen zu belohnen, hier hinten. Und hier merkt man dann auch schnell, warum das total sinnvoll ist, eine Box zu haben, die zwei Türen hat. Ja? Und wie gesagt, am Anfang, wenn ihr von oben belohnen wollt, dann legt ihr die Box einfach auf die Seite. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Dann könnt ihr ein paar Mal so üben, dass ihr von oben belohnt und später dann von der Seite. So, dann machen wir mal so, Füße breit. Ja, toll, gut gemacht, prima. Ja? Super toll. Und also immer wieder auch mal dieses Reißverschlussgeräusch üben, hervorragend. Und jetzt muss sie wissen,
wann darf sie wieder raus? Ja, und das ist euer, da benutzt ihr euer ganz normales Auflösewort, was ihr auch für andere Kommandos verwendet. Also sowas wie frei, Lauf oder das Wort mit O und K. Und ich sage an der Stelle dann Break und mache noch ein kurzes Handzeichen. Und dann seht ihr, die will keine Pause, die will da sofort wieder rein. Ja, hast du gut gemacht. Bravo, Kekse sind alle. Okay, wir holen Kekse. Gut gemacht, super. Das war toll, hervorragend. So, und jetzt werdet ihr natürlich denken, da fehlt doch noch was. Ja, ihr habt recht. Und was ich aber relativ spät trainieren würde, relativ spät heißt, ich muss wirklich sehen, dass der Hund nicht zögert, ja, sondern wenn er die Box sieht und die ist offen, soll er da reinlaufen. Und wenn ihr das habt, dann dürft ihr dem Hund ein Kommando dafür geben. Ja? Und das würde ich jetzt mal machen. Also ich habe sie hier jetzt im Sitz. Prima. Jetzt halte ich sie kurz zurück und sage, Händel ab, klick, und dann kommt das Futter. Es ist jetzt vorher keins mehr drin. Break. Ich halte sie zurück. Händel ab. Super. Toll. Und so würde ich das genauso weitermachen wie bisher. Erst lasse ich sie reinlaufen, dann soll sie sich drehen, dann soll sie sich setzen und legen. Break. Warte. Ich gebe das Kommando, wenn der Hund auch zur Box schaut. Händel ab. Jawohl, super. Sehr gut. So, und jetzt gucke ich, was passiert, wenn ich sie aus dem Sitz hinschicke. Prima, super. Händel ab. Bravo, gut gemacht, toll. Machst du noch was? Jawohl, feine Maus. Prima. Und jetzt würdet ihr auch dann vielleicht wieder auf und zu machen. Und und ganz schön ist es, wenn ihr die Leistung sozusagen nicht immer steigert, sondern es auch mal zwischendrin wieder einfacher macht, dass der Hund sich nämlich nicht legen muss oder gleich wieder raus darf. Oder wenn er reingeht, bleibt er mal 3 Sekunden drin, aber ich mache die Tür noch nicht zu. Also nicht einfach immer steigern, steigern, immer schwerer machen, sondern dem Hund quasi auch noch den Spaß an der Übung zu lassen. Stellt euch vor, es wäre ein Spiel. Ja, es ist ein Spiel. Und bravo, hast du gut gemacht. Machst du Checker? Ja, gut gemacht. Prima. Vielen Dank, liebe Trudi. Habe die gehabt? Ja, super. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Übung. Ihr wisst ja, schickt mir ein Video oder wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Ich helfe weiter. Bis dann. Tschüss.